das Erfolgsmodell der AHV ist die Umverteilung. Und wenn mir André Silberschmidt Ideologismus vorwirft, dann gebe ich das gerne zurück. Das ist nämlich der Grund, wieso er heute hier sitzt und sich gegen die Stärkung der AHV engagiert. Weil der Millionär zahlt mehr ein, als er später kriegt. Der Millionär ist nicht abhängig von der AHV, weil er eben dieses, für ihn ist dieses Drei-Säulen-Modell, das Sie heute schön eingeführt haben, die Realität. Aber für zwei Drittel der Menschen in diesem Land, für zwei Drittel der Rentnerinnen und Rentner in diesem Land, ist die AHV die allerwichtigste Einnahmequelle. Und was ich mir als junge Frau nicht mehr leisten kann, sind Pensionskassen, die unterdessen knapp 20% Abzüge erwarten und immer wie weniger Leistung rauskommt. Wir fragen uns heute, ja, zu Recht, können wir uns das leisten, aber wir fragen uns vor allem, wollen wir uns das leisten?